Kann ich eine Stadt bauen, in die man rein, aber nicht mehr rausfahren kann? Weg mit der Autobahnauffahrt. Die Stadt wird viel zu hübsch für den Bullshit, den wir damit machen. Die Einfahrt in die Stadt muss etwas Besonderes sein, die macht man immerhin nur einmal in seinem Leben. Also bis jetzt beschwert sich noch keiner und es ziehen immer weiter Leute ein. Wir geben den Leuten Hoffnungen, dass sie wieder aus der Stadt raus dürfen. In der Realität ist es aber eine Einbahnstraße in ein noch hässlicheres Stadtviertel. Was passiert eigentlich, wenn Müllabfuhr, Feuerwehr und so weiter in das neue Stadtgebiet fahren und einfach nicht mehr zurückkommen? Finden wir es heraus. Voll praktisch, wenn man sich den Rückweg spart, kann man einfach doppelt so viele Autos losschicken. Aber dieses Mal dürfte wirklich aus der Stadt raus. Also wer mir jetzt noch geglaubt hat, ist halt auch selber schuld. Das ganze Viertel ist ein Feldweg, die Autobahn sorgt für eine geile Geräuschkulisse und mittendrin haben wir auch immer wieder Industrie. Das finden die Leute richtig geil. Das komplette Viertel ist am Sterben, aber keine Sorge, ich gebe euch ja nochmal eine Chance umzuziehen. Ich habe eventuell eine kleine Überschwemmung verursacht. Ups. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das hier alles Einbahnstraßen sind. Wer einmal das Stadtviertel wechselt, kommt da nie wieder raus. Tja Leute, in irgendeinem Viertel muss das Abwasser ja landen. Die Scheiße schwappt über. Leute, habt ihr Bock auf ein Atomkraftwerk? Wir können überhaupt keine Ware exportieren. Wieso bin ich finanziell im Plus?